Die 43-jährige Fiona ist in Urlaubsstimmung und freut sich schon auf die gemeinsame Reise mit ihrem Vater. Doch Opa Karl schwächelt plötzlich. Marie, hallo, Herr Zimmer. Dann nehme ich ihn noch zu Ihren Sachen, ne? Ja, also, ja, das wäre lieb. Dankeschön. Wie geht's dir? Können wir ab in Urlaub? Ja, ich denke schon, das wäre nicht schlecht, ne? Entlassungsbericht ist fertig, also von mir aus. Wir hatten Herrn Zimmer eigentlich wegen seinem Bluthochdruck behandelt und ihn auch gut medikamentös eingestellt. Als ich ihn dann in seinem Zimmer noch mal besucht habe, um ihn zu verabschieden, da hat er mir eigentlich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wie fühlen Sie sich denn? Ja, also ich meine, ich bin jetzt noch nicht so hundertprozentig fit, ne? Aber wie ich mir das gerne wünsche. Aber ich denke schon. Ja, bisschen rot im Gesicht, aber komm. Also richtig gefällt er mir eigentlich auch nicht. Aber na komm, schaffen wir, wenn du sagst, es geht dir gut, ne? Hoppa! Hey, was ist denn hier los? Oh, bitte, komm, komm hoch. Komm schnell. Oh, Gott, oh Gott. So richtig gut geht's aber nicht. Ist mit dem Kreislauf? Oh Gott, oh Papa, was machst denn du für Sachen? Legen Sie mal bitte. Können Sie sich wieder zurücklegen? Können Sie sich mal bitte ins Bett legen. Bluthochdruck ist zwar eine sehr verbreitete Erkrankung, allerdings wissen die wenigsten Leute, wie gefährlich sie ist. Die Patienten merken meistens gar nicht, dass sie einen viel zu hohen Blutdruck haben. Und gleichzeitig passieren schon sehr schwerwiegende Schädigungen im Körper. So kann es zum Beispiel bei langjährigem Bluthochdruck plötzlich zum Schlaganfall oder zum Herzinfarkt kommen. Deswegen wird der Bluthochdruck auch als stiller Killer bezeichnet. Wir haben jetzt 180 zu 100. Also das ist aber wieder sehr hoch. Die Medikamente heute haben Sie ganz normal genommen. Das kann doch nicht stimmen. Herr Zimmer? Ganz sicher, Herr Zimmer. Haben Sie die Medikamente genommen? Hier, heute. Du warst dabei, oder? Ja, er hat sie normal genommen, ja, ja. Ich war ja dabei. Hab ich genommen, ja. Aber wie kann das dann sein, dass er dann jetzt hier so einen hohen Blutdruck hat? Da müssen wir mal auf Ursachenforschung gehen. Ja. Die Werte waren immer gut, das ist der einzige Ausreißer, ausgerechnet jetzt. Wie es zu diesem Ausreißer kommen konnte, soll nicht nur die Ärztin, sondern auch Karls Familie noch sehr wundern. Ebenso verwunderlich ist, warum der Witwer überhaupt gestürzt ist. Denn eigentlich war der Rentner wegen seines Bluthochdrucks gut eingestellt. Doch Enkelin Sandy hat etwas entdeckt. Ich war gerade bei dir in der Wohnung. Ich habe mich noch um die Fische gekümmert. Ach, das ist ja super. Ja, geht's allen sehr gut. Das ist toll. Geht's dir gut? Ja. Aber ich habe was auf seinem Nachttisch gefunden. Was denn? Das sind doch deine Blutdrucktabletten. Die waren noch zu und die habe ich letzte Woche erst gekauft. Das sind doch Ihre Blutdruckmedikamente, ne? Und die sind unbenutzt, nehme ich an. Das sieht so aus. Kopfschmerzen? Nee. Papa, hast du die nicht genommen zu Hause? Nee. Ha? Jetzt war das der Grund, warum Ihr Blutdruck so entgleist ist? Ja, also. Ha? Ja. Raus mit der Sprache jetzt. Also ich hab die, ich denke schon, dass ich die genommen habe. Also, ja, sieht aber nicht danach aus. Die Packung ist zu. Ich habe jetzt keine Kopfschmerztabletten mehr genommen. Nein, das sind keine Kopfschmerztabletten. Das ist der Blutdrucksenker, Papa. Okay, ich. Vielleicht habe ich das jetzt auch. Ich glaube, wir lassen ihn mal ganz kurz in Ruhe. Ich glaube, es ist gerade ein bisschen viel. Wir kommen jetzt gleich nochmal, können wir ja rein. Aber ich bleib bei Ihnen. Die Enkelin von Herrn Zimmer lieferte einen sehr wichtigen Hinweis, weil sie in der Wohnung des Patienten eine ungeöffnete Schachtel von Blutdrucksenkern gefunden hatte. Das könnte natürlich erklären, warum der Patient bei uns wegen zu hohem Blutdruck eingeliefert worden war. Allerdings löste es überhaupt nicht die Frage, warum er jetzt am Tag der Entlassung noch mal mit dem Blutdruck entgleist war. Wir lassen ihn jetzt erstmal ein paar Minuten in Ruhe und vielleicht mal eine Stunde und dann kann er ja vielleicht gehen. Er ist auch so verwirrt, nicht, dass das jetzt noch dement wird oder so. Mir kam es auch jetzt sehr komisch vor, dass er da jetzt so. Kopfschmerztabletten und. Die Medikamente hat er ja dann nicht genommen. Ja, gut, meine Mutter ist gerade vor 6 Monaten gestorben. Also er ist absolut in Trauer, aber dass er jetzt da so Sachen zusammenwirft, also. Ist mir das auch so nicht aufgefallen. Das war eigentlich. Aber Sie waren dabei, wie er heute Morgen die Tabletten. Er hat die auch die ganze Zeit hier immer genommen. Das war in Ordnung, aber. Ja, kann. Ach, du und dein Handy. Lieber. Wer ist denn das jetzt wieder? Nina. Oh, mein Handy. Dann, ich muss das echt wichtig. Ja, also. Ja, lassen Sie, es ist gar kein Problem. Ja, so sind Sie nun mal. Ja. Also vielleicht gehen Sie gleich einfach mit Ihrer Tochter noch mal gerade in die Cafeteria und danach können Sie ja nach ihm schauen. Die Tochter von Herrn Zimmer macht sich natürlich große Sorgen um ihren Vater. Sie hat jetzt auch irgendwie den Verdacht, dass er vielleicht Demenz haben könnte, aber den Eindruck habe ich irgendwie nicht. Ich finde, wenn jemand demenzkrank ist, dann hat er schon andere Anzeichen und auf mich wirkt Herr Zimmer doch sehr klar. Also irgendwas anderes muss wohl dahinter stecken. Schwester Nicole beweist den richtigen Riecher, denn Opa Karl führt seine Familie an der Nase herum.
Das hat jedoch nichts mit dem spontanen Damenbesuch von nebenan zu tun, obwohl Patientin Erna und den Rentner eine große Leidenschaft verbindet. Hallo. Hallo. Grüß dich. Hör mal. Wie geht's dir? Nicht so gut. Dir geht's aber auch nicht so gut. Nee, was hast du gemacht? Ja, ich wollte eben aufstehen und da hat es mich so richtig umgehauen. Also Entschuldigung, wer sind Sie sich, oder? Ja. Wer sind Sie denn? So, ein Zimmermann. Ein Zimmernachbar. Ich bin mit der Paula im Maskat. Ach nee. Ja. Ich sag mal, den ganzen Tag hier in Berlin ist ja auch nicht so. Schön, ich sag, Skatgemeinschaft. Schön. Ja, finde ich auch gut. Und du brauchst ja immer drei zum Skat. Und das Naja, gut. Du hattest dich so ein bisschen Angst. Das ist aber nicht der Grund, warum du jetzt hier bleiben willst, oder? Zum Skatspiel? Warum denn nicht? Mir war gar nicht bewusst gewesen, dass Frau Reichel und Herr Zimmer sich während ihres Krankenhausaufenthaltes schon ein bisschen beim Skatspielen angefreundet hatten. Und es war eigentlich sehr nett, muss ich sagen, dass Frau Reichel dann Herrn Zimmer einen Besuch abgestattet hat. Es war nur leider ein sehr ungünstiger Moment, sodass ich sie gebeten habe, vor die Tür zu gehen. Dass ich Frau Reichel dann so schnell wiedersehen sollte, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also wir müssen das auf jeden Fall noch mal klären, weil so lässt mir es keine Ruhe. Ja, das kann ich verstehen und das ist auch für mich wichtig, dass ich weiß, dass ihr auch wisst, wo wir dran sind. Ja, nicht nur das, du hast ja auch hier die Medikamente genommen. Eben, die Schwester hat es beaufsichtigt und... Entschuldigung. Frau Reichel! Oder Kompressen. Was ist passiert? Ich bin schwindelig geworden. Ich komme zu Ihnen. Danke. Schwindelig? Haben Sie sich die Nase gestoßen, oder? Ja, es ist schwindelig. So schlecht, so schwindelig. Darf ich Ihnen gerade die Maske geben? Ja. Sie blutet die Nase ein bisschen, ne? Haben Sie sich hier angestoßen? Weiß ich mal ins Zimmer gehen und räumen. Nee, sieht nicht so aus, ne? Sie sind ich sehe hier gerade, haben wir die ganze Lakritz hier, Frau Reichel. Ich mach das gleich weg, sonst. Meine okay, Frau Reichel, tut Ihnen irgendwas weh? Hüfte, Knie? Die mögen Sie wohl gern, ne? Das sind ja ganz schön viele. Ja. Ich bringe Sie jetzt mal mit meinem Kollegen in Ihr Zimmer. Im Zimmer von Frau Reichel angekommen, habe ich Sie dann natürlich erstmal befragt und die Verletzungen schienen mir doch sehr oberflächlich zu sein und sie hatte großes Glück gehabt. Allerdings war eine Untersuchung dann doch sehr auffällig. So, jetzt dürfen Sie wieder sprechen. Ja, der ist tatsächlich hoch, 160 zu 90. Okay, das ist ja sehr ungewöhnlich für Sie. Ne? Haben Sie heute irgendwas Außergewöhnliches gemacht? Irgendwie Sport? Nein, oder? Nein. Treppen gestiegen? Nein, geht doch nicht mit wegen meiner Rippe. Das tut doch so weh. Ja. Aber was mir jetzt hier mal so auffällt, Sie haben hier ein halbes Lakritzmuseum hier. Ja, die esse ich so gerne und da kriege ich vor allen Dingen immer gute Luft. Haben Sie das alles selbst gegessen? Ja. Permanent. Die ist nur mit den Lakritzen drin. Okay, dann kann ich mir Maske runter. Tatsächlich auch Ihren Blutdruck erklären. Das wissen viele Leute gar nicht, aber wenn man Lakritz übermäßig konsumiert, dann kann das tatsächlich zu Bluthochdruck führen. Übermäßiger Lakritzkonsum kann dazu führen, dass das Hormongleichgewicht im Körper ein bisschen durcheinander kommt. Ein enthaltener Wirkstoff in den Lakritzen führt dazu, dass Natrium zurückgehalten wird und Kalium ausgeschieden wird. Gerade das Zurückhalten von Natrium ist problematisch, weil es eben, wie es auch ein Salz tut, das Wasser mit sich zieht und dadurch dann den Flüssigkeitsgehalt in den Gefäßen erhöht, wodurch auch der Blutdruck steigen kann. Und muss mehr Obst essen, nicht nur hier das schwarze Zeug. Ja, aber das ist nicht lecker. Ich muss aber auch sagen, so von Ihrem Zustand und mit dem Bluthochdruck, das erinnert mich doch sehr an Herrn Zimmer, den Sie vorhin besucht haben. Ja. Also irgendwie später möchte ich noch mal mit dem reden. Vielleicht ist der auch Lakritz? Ich habe dem auch Lakritz angeboten. Der hat doch welche gegessen, ja. Noch ist ungewiss, ob ebenfalls der übermäßige Verzehr von Lakritz zu dem kritischen Bluthochdruck trotz Medikation bei ihrem Skatfreund geführt hat. Fakt ist, Opa Karl setzt seine Gesundheit gefährlich aufs Spiel, um seiner Familie vermeintlich einen Gefallen zu tun. Schauen Sie mal, was ich bei Ihrer Zimmernachbarin gefunden habe. Ich hole mir mal kurz den Stuhl. Lecker. Sie meinte, Sie essen auch wohl mal ab und an gerne einen Lakritz? Lakritz? Ja. Aber eigentlich isst du doch lieber Weingummi, oder, Papa? Ich esse eigentlich lieber Weingummi, ja. Haben Sie auch welche davon, von den Lakritzen? Ich glaube, ja, es kann sein, dass da noch welche drin sind. Darf ich mal reinschauen? Ja, gerne. Ach, da hinten. Ja, sind da noch welche? Ja, lecker. Ja, also ich esse ab und zu auch Lakritz, ja. Aber wie viele essen Sie davon so? Also,
Ich sag mal, das ist jetzt, das liegt jetzt schon über eine Woche da drin. Das erklärt es nicht, leider. Also, das heißt leider. Ich leg's ihm wieder zurück. Ja. Du, Dankeschön. Papa. Ja. Nochmal mit den Blutdrucktabletten. Ich verstehe das nicht, ne? Die Sandy hat die ja letzte Woche geholt. Ja. Und du hast ja hoch und heilig versprochen, dass wir dir die nicht jeden Morgen geben müssen, dass du die nimmst. Aber die Packung war zu. Ja, das stimmt. Aber das, du kannst mir doch nicht erzählen, du bist doch jetzt nicht so vergesslich, dass du das einfach vergessen hast zu nehmen jeden Tag, Papa. Entschuldige bitte, also wenn das so anfängt, dann müssen wir dich echt auf Dement testen lassen, ne? Was ist denn da Sache? Also ich hab die, seid mir nicht böse, aber ich hab die absichtlich nicht genommen. Wie absichtlich nicht? Wolltest du ins Krankenhaus? Du weißt doch, dass wir in Urlaub wollen. Papa, das glaube ich jetzt echt nicht. Da war so ein Handygespräch, was ich mitgehört habe. Von wem? Von der Kleinen. Sandy? Und in dem Gespräch hat sie halt eben, ich weiß nicht, mit wem sie telefoniert hat, da hat sie dann halt eben gesagt, sie will mit dem alten Sack nicht zusammen in Urlaub fahren. Sandy, das hast du nicht gesagt. Und dann habe ich mir gedacht, was machst du jetzt, ne? Habe ich gedacht, ich möchte, dass die beiden fahren, aber die Kleine will ja nicht, dass ich mit will. Und dann bin ich eben auf die Idee gekommen, diese Blutdrucktabletten nicht mehr zu nehmen, damit ich hier hin kann, weil ich weiß, dass ich hier gut versorgt werde. Riskieren wir mal die Gesundheit. Und dann könnt ihr wenigstens entspannt und ruhig in Urlaub fahren. Papa, also, du kennst doch Nina, oder? Meine Freundin, diese mit der ich gesprochen. Freundin, die du hast. Genau. Ja, die kenn ich, und ja. Du weißt doch, die ist in der Schule, die ist halt so eine, naja, Anführerin. Und ja. Die wollte mit mir in dem Wochenende, wo wir fahren, auf ein Konzert gehen. Und ich hab, naja, ich musste es halt so abtun, als würde ich das nicht wollen, damit sie nicht enttäuscht von mir ist, damit ich noch dazugehöre, weißt du? Man konnte wirklich merken, dass allen ein Riesenstein vom Herzen gefallen ist. Ich meine, gut, das war nicht richtig, was Herr Zimmer gemacht hat, dass er hier zu uns ins Krankenhaus gekommen ist. Aber Familie geht ihn doch über alles und gerade seine Enkelin scheint ihnen sehr wichtig zu sein. Aber das war noch längst nicht alles. Wir wollten doch zusammen das Aquarium. Und ich habe Karten dafür gekauft. Von deinem Taschengeld? Ja. Ja. Ach Gott. Ehrlich? Ja, Opa. Eieiei, das ist aber ein großes Missverständnis hier. Oh, ich hab gedacht. Herr Zimmer, ich muss dazu was sagen, ich aber... Gedacht, nein, Opa. Und die hast du von deinem Taschengeld? Ja. Oh. Ja? Ja. Oh, ist aber voll. Ich wollte doch mal Schlange stören. Hallo, Carly. Gubbins, ich hab dir die Tropfen noch mal mitgebracht. Ach, das finde ich auch total lieb. Ja, das finde ich super klasse. Wenn wir dich nicht wieder auf Schwung bringen würden. Ja, ich glaub, für dies und das. Dankeschön. Ne? Ja, danke. Ne? Danke. War das der Hoffnungsgarten? Ja, das ist die dritte. Ja. Das ist die dritte. Herr Zimmer, geben Sie mir das mal bitte. Was sind das für Tropfen? Die Tropfen einfach mal. Ich möchte mal schauen. Das sind ganz normale Tropfen, die. Haben Sie von Frau Peters bekommen? Haben mir gut getan, haben Sie gesagt. Und dann habe ich halt eben auch mal probiert. Und die haben Sie heute Morgen nach der Visite genommen, nehme ich an? Ja, nachdem Sie mir den Blutdruck gemessen haben. Aber Sie wissen doch auch vielleicht, warum Frau Peter die nimmt. Die nimmt sie, weil sie einen sehr, sehr niedrigen Blutdruck hat, gerade morgens. Und deswegen auch Kreislaufprobleme hat. Sie nimmt sie, hat sie wahrscheinlich gesagt, ja, damit sie so morgens ein bisschen fitter ist. Ja, niedrigen Blutdruck hat sie. Und bei Ihnen steht ja auch hier, ne? Bei niedrigen Blutdruck und Kreislaufstörungen. Das ist ein Mittel, das man halt bei zu niedrigen Blutdruck nimmt. Und bei Ihnen, wenn Sie jetzt diese Tropfen genommen haben, hat es natürlich die Wirkung unserer Medikamente aufgehoben. Gerade jetzt, da die Karten offen auf dem Tisch lagen, denke ich, dass Herr Zimmer eine sehr gute Prognose haben wird. Er muss halt einfach auf diese Tropfen verzichten und dann sollte sich sein Blutdruck wirklich sehr schnell normalisieren. Und dann spricht auch tatsächlich nichts mehr gegen einen gemeinsamen Familienurlaub. Opa Karl ist froh, dass er für seine 14-jährige Enkelin doch noch nicht zum alten Eisen gehört. Mit 2 Tagen Verspätung startet die Familie in die gemeinsamen Ferien. Im Urlaub will der Rentner und leidenschaftliche Kartenspieler seiner Sandy unbedingt beibringen, wie man richtig Skat kloppt.